dich nochmal? Ja, super. Kurz, Sie haben es schon gesehen, auf Ihren Stühlen liegt mittlerweile nicht nur das Manifest, das haben Sie schon, nein, jetzt liegt bei Ihnen auch der Bericht der Kommission, der die Studien enthält, allerdings nicht die ganze Arbeit der Kommission abbildet. Wenn Sie im Netz schauen, werden Sie noch ein Vielfaches an weiteren Informationen finden. Ja, ich freue mich, dass es jetzt da ist und wünsche schon mal jetzt viel Freude und Erkenntnisgewinn beim Lesen. Und jetzt, Barbara, bitte noch mal kurz mit Blick auf die Foren, bevor wir ins Mittagessen starten, dass wir uns jetzt schon redlich verdient haben eigentlich. So, jetzt haben wir eine Stunde in den Foren unsere Gedanken ausgetauscht und wir fassen mal kurz zusammen. Frau Schöning, mögen Sie auch kurz kommen? Frau Jurczyk, kann ich Sie auch schon nach oben bitten? Dann haben wir nicht ein ewiges Auf- und Abgelaufe. Sehr schön. Im Forum Nummer 1 ist es um Geld, Zeit und Betreuung, will ich schon Betreuungsfamilien sagen, Zeit fürs Mittagessen. Betreuung in Trennungsfamilien gegangen. Da waren Holger Stichnot und Uta Meier-Gräwe dabei. Ich glaube, Frau Meier-Gräwe, Sie fangen an zu erzählen, wie war es bei Ihnen? Ja, sehr interessante kleine Runde. Und es gab zunächst nochmal gezielte Nachfragen zur Funktionsweise oder zu dieser Forderung, ein Gutscheinmodell einzuführen, das durchaus auch mit kritischen Fragezeichen vor dem Hintergrund dessen, ob wir da nicht möglicherweise so eine Rückkehr zum Dienstmädchenprivileg vielleicht finden und ob nicht stattdessen auch genossenschaftliche Modelle diskussionswürdig seien, was oder auch gemeinschaftliche andere. Und das muss man sagen, natürlich sind solche Debatten auch möglich und auch notwendig. Darüber haben wir gesprochen. Dann war noch mal ein wichtiger Punkt, dass sich offensichtlich Vollzeiterwerbstätigkeit und die Betreuung von kleinen Kindern in der Position der Alleinerziehenden nicht unbedingt verträgt und man auch gut beraten ist, sich einfach mal anzuschauen, was brauchen Kinder, was wollen Kinder und diese Perspektive auch entsprechend gelten zu lassen. Das war ein weiterer Aspekt. Und dann haben wir auch nochmal darüber gesprochen, wenn wir feststellen, dass diese Dienstleistungsberufe personaler Versorgung in unserer Gesellschaft eines Teils so wichtig sind und es meistens Frauenberufe sind, dann brauchen wir in unserer Gesellschaft ganz sicher nochmal eine Debatte um den Produktivitätsbegriff, weil diese Berufe ja so schlecht nach wie vor bezahlt werden, immer unter Hinweis darauf, dass sie ja nicht produktiv seien. Und das schlägt natürlich dann, wenn man auch zum Beispiel nur 32 Wochenstunden berufstätig sein kann als Alleinerziehende, eben immer wieder durch, dass man damit auch geringe Einkommen hat und sehr schnell wieder in dieser Armutssituation steckt. Das waren Punkte, die wir diskutiert haben. Und Herr Stichnot wird jetzt noch zwei ergänzen. Einfach weiterreden. Genau. Einfach weiter. Es gab zwei Vorschläge noch für empirische Studien oder letztlich auch einfach Fragen. Also einmal wäre es interessant, herauszufinden, was es mehr kostet, alleinerziehend zu sein. Also einfach die Mehrbedarfe noch auf eine bessere empirische Grundlage zu stellen. Generell halt Kosten der Trennung für zwei Wohnungen, Gerichtskosten etc. Dann die Frage danach, also es gibt ja halt immer das Vorurteil, dass finanzielle Leistungen nicht gut seien, weil das Geld sowieso für Fernseher und so weiter ausgegeben wird oder versoffen wird. Und der Generalvorwurf sozusagen. Der Generalvorwurf, Generalverdacht und Leuten, denen schlecht geht, die werden halt unter Verdacht gestellt und noch verhöhnt dadurch, obwohl es im Prinzip empirische Evidenz dagegen gibt, also dass die Leute sich gerade dann bemühen und eher von sich selber noch Zeit und Geld sparen, um das den Kindern zu geben, dass man da im Prinzip nochmal konstatiert, was machen müsste, damit sich das auch mal endlich durchsetzt, diese Erkenntnis. Und dass man nicht denen, denen es eh schon schlecht geht, dass man die verhöhnt. Und dann ein wichtiger Punkt, wir haben uns halt alle sehr gelobt in der Kommission, ich denke auch zu Recht, aber es wurde auch darauf hingewiesen, dass ein wichtiges Thema der Familienpolitik bei uns erstaunlicherweise zu kurz kommt, nämlich die Kindergrundsicherung. Umso erstaunlicher, da wir auch hier Expertise in der Kommission hatten und sozusagen das war einfach noch eine Frage, warum wir das nicht stärker behandelt haben.
Aha, diese Frage lassen wir kurz im Raum stehen und schauen dann, was ist im Forum Nummer 2? Vielfalt der Sorge- und Solidarbeziehungen anerkennen und absichern. Was ist denn da so gesprochen worden? Dorothee Schulte-Baster, bitte. Dann steht es gar nicht so lange im Raum. Ja, was für ein Koinzidenz. Dann kann ich nämlich tatsächlich gleich sagen, das war bei uns auch Thema. Und das wird nicht das einzige sein, das kann ich auch gleich sagen, sozusagen das einzige Leuchtturmwort, was Sie vielleicht vermissen werden in unserem Kommissionsbericht. Wir haben versucht, neue Wege zu gehen und nicht jetzt speziell, ich sage mal, das 340. Modell zur Kindergrundsicherung vorzulegen, sondern wirklich auch oder auch uns Ehegattensplitting abschmelzen, abschaffen und das gehört ja auch mit da rein, sondern da sagen wir sozusagen mit breiter Brust, nee, wir sind neue Pfade gegangen und haben uns nicht auf die, ich will nicht sagen ausgetretenen, aber doch schon sehr begangenen Pfade begeben. Und jetzt vielleicht zu unserem Forum noch kurz. Wir haben zunächst mal noch mal gesprochen, also jenseits des PADs, das kommt eben auch vor, dass wir die Ungleichbehandlung für unverheiratete Eltern mit Blick auf die Kinder im Vergleich zu den Verheirateten eben generell beheben wollen, also was zum Beispiel die Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten angeht, um nur ein Beispiel zu nennen. Und ansonsten tatsächlich der PADS, den noch mal genauer umrissen als ein Vorschlag, um Erwachsene zweier Gemeinschaften jenseits der Ehe besser abzusichern. Nein, wir wollen die Ehe nicht abschaffen. Das geht schon grundgesetzlich nicht und uns ist es auch wirklich ernst mit der Vielfalt. Also die Ehe ist eben eine von vielfältigen Möglichkeiten, heute Familie zu leben. Und was auch noch wichtig war, dass uns sozusagen der PADS auch die Möglichkeit eben bietet, freiwillig Fürsorge in Form von freiwilligem Rentensplitting. Wir haben viel über Rentenansprüche gesprochen, auch in der zweiten Säule, die ja unverheiratete Paare heute bei einer betrieblichen Alterssicherung zum Beispiel nicht auf den Partner, die Partnerin, mit der man nicht angetraut ist, übertragen können. All das sollte beim PADS möglich sein. So viel zum Pakt fürs Zusammenleben. Wie lief es denn, Frau Jurczyk, bei Ihnen zum Thema Zeitpolitik? Es war eine extrem konstruktive Diskussion. Wir haben einen Fokus gesetzt. Zeitpolitik für Familien kann man ja in vielerlei Hinsicht diskutieren. Man könnte über die konkreten Arbeitszeitvorschläge reden, man könnte über die lokale Zeitpolitik reden. Und man könnte auch, und das haben wir entschieden, weil wir da auch ein Stück für brennen, auf die Lebenslaufdimension schauen und wirklich gucken, wie organisiert man denn Lebensläufe zeitpolitisch neu. Und dann haben wir unsere Überlegungen zu diesen atmenden Lebensläufen vorgestellt, das heißt Zeitbudgets zur Verfügung zu haben mit einem bestimmten bestimmten gebundenen Anteil für Sorgearbeit, um diese Tätigkeiten wirklich gesellschaftspolitisch absichern zu können und möglichst auch geschlechtergerecht zu gestalten, wobei wir dann in vielen Dimensionen, ich würde mal sagen, konkrete Vorschläge und Anregungen bekommen haben. Also es gab ganz viel Sympathie, so habe ich das zumindest wahrgenommen, ganz viel Response, ja, so in so eine Richtung müssen wir gehen, weg von dem Klein-Klein, wir brauchen eine große Lösung und wir müssen sozusagen in Gesamtkonzepten denken, aber natürlich sind die ganzen Hürden und Hemmnisse in der Debatte gewesen, also was bedeutet das für prekäre Beschäftigungsverhältnisse, zum Beispiel, wie bindet man die Arbeitgeber mit ein, also es war aber sehr sehr sozusagen ein Miteinander nachdenken, was sehr
hilfreich war, weil Ulrich Mückenberger und ich sind ja dran, tatsächlich in die Richtung weiter zu arbeiten, sodass ich das einfach als ein Stück Arbeitsprozess mitnehme. Und irgendjemand sagte dann, ja, das sind Zukunftsträume, aber das klang nicht nur negativ, sondern zum Glück. Ja, es ist nötig, dass wir Zukunft träumen und so sie dann auch beginnen mit Argumenten und Vorschlägen zu gestalten. So würde ich das zusammenfassen. Wunderbar. Im Forum 4, Frau Schöning, da waren Sie mit Wolfgang Strengmann-Kuhn zum Thema Weiterentwicklung familienpolitischer Leistung. Wie war es bei Ihnen? Ja, wir hatten ja in der Kommission nicht den Schwerpunkt auf monetären Leistungen. Insofern hatten wir die beiden Vorschläge dieses Kindergeldzuschlages im Raum und den zweiten Vorschlag der hälftigen Anrechnung des Kindergeldes beim Unterhaltsvorschuss. Also das ist so ein bisschen eine sehr ziselierte, kleinteilige Angelegenheit. Da gab es auch nicht so sehr viel Nachfragen. Ich glaube, das war der Gruppe weitgehend bekannt, worum es da geht, um den Kinderzuschlag schon ein bisschen mehr. Es gab überhaupt relativ viele Nachfragen zu diesem und auch noch zu Konzepten der Grünen Partei, also der Bundestagsfraktion. Darum rankten sich einige Fragen, also wie denn das Verhältnis unserer Vorschläge zu denen der Grünen Bundestagsfraktion wäre und ob wir dazu auch eine Meinung hätten. Die hatten wir nicht, weil wir die in der Kommission schlicht nicht diskutiert haben. Dann gab es den Vorschlag, die Nachfrage, diesen Kinderzuschlag doch nicht lediglich auf Alleinerziehende zu begrenzen, sondern überhaupt auf armutsbetroffene Familien, als da sind auch mehr Kinderfamilien und Migrantenfamilien. Kann man drüber nachdenken. Und es gab die Nachfrage, wie es denn mit dem Erwerbsanreiz stehe, wenn man mehr Geld ausreicht. Das fand diejenigen, die sich lange mit dieser Evaluation der familienpolitischen Leistung beschäftigt haben, wissen das. Das war immer ein großer Knackpunkt, wie sozusagen, wenn man mehr Leistung oder mehr Transferleistung reingibt in eine Familienform, egal welche, könnte der Erwerbsanreiz sinken. Und nicht nur das, sondern es ist auch geschlechtsspezifisch konnotiert. Und das wollen wir natürlich nicht. Da wir diesen Kinderzuschlag aber eigentlich zunächst mal nur für Alleinerziehende konzipiert hatten, ist das mit der geschlechtsspezifischen Konnotierung nicht ganz so einfach. Da gibt es ja in der Regel nur einen und meistens eine, die arbeitet. Kann natürlich trotzdem sein, dass sie dann ihre Arbeitszeit reduziert. Ich denke, wir in der Kommission haben gesagt, das ist dann auch okay. Also es gibt Vollzeiterwerbstätigkeit und womöglich mehrere Kinder und Alleinerziehen ist ein Programm, was auch die stärkste Frau umhaut. Von daher, wenn sie dann ihr tatsächlich diese 100 Euro, die es dann ja nur sind, wahrscheinlich nimmt, um eine Stunde weniger zu arbeiten, gern genommen, würde ich sagen. Genau. Ja. Also das da kann eigentlich, ja gut, es kann sozusagen noch Wechselwirkung geben mit anderen Leistungen, dass es dann ein bisschen mehr wird, aber so richtig viel wird es nicht werden. Ja, das waren so im Wesentlichen die Fragen, die sich darum ranken. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt gibt es mal Mittagessen für uns alle unten in der Cafeteria und um 13.45 Uhr geht es hier wieder weiter zu einem Streitgespräch Bio-Westdeutsch und mittelschichtsorientiert. Mit auf der Bühne sind Anke Domscheit-Berg, Hiltrud Stöcker-Zaffari und Bettina Jarasch. Ich wünsche einen guten Appetit.